Jo, weiter geht's in diesem verrückten Spiel. So, nochmal zur Anzahl der Shinesprites, die es in diesem Spiel gibt. Ich habe jetzt die Theorie, es gibt 25. Ist meine Theorie, weil hier gibt's noch 2. Vermutlich gibt's in dem Level da noch 4. Und dann im Bowser's Level vielleicht noch eine. Also ich denke, die Zahl wird bei 25 sein, weil 25 ja eine relativ gerade Anzahl ist. So, The Secret of the Mountainside. Ist das das Geheimlevel? Scheiße, weil dann weiß ich es jetzt auch nicht. Was The Secret of the Mountainside sein könnte sonst. Oh, daran habe ich jetzt echt nicht gedacht. Also, auf jeden Fall müssen wir auch in diese eine Röhre rein. Aber wenn das jetzt... Ach du Scheiße. Okay, da oben ist sie auch schon. Kann man nur nicht so einfach hin. Kann ich mich nochmal so hochbacken wie eben? Okay, ich kann das nicht, aber dafür kann ich ganz schön viel Leben auf einen Schlag verlieren. Wenn das hilft. Wow, das ist jetzt mal echt eine harte Nuss. Wo ich weiß ja auch gar nicht, es wird ja auch nie bestätigt, dass wirklich in jedem Level auch ein Geheimstern noch ist. So, wo ich ja eigentlich hin will, ist hier unten, richtig? Wow, auf einmal bin ich hier. Hey, wieder LSD-Town, ich hab's voll vermisst. Wie schön. So. Oder es gibt hier drin 2 Sterne zu holen. Das kann natürlich auch sein. Also ich weiß nicht, ob es sein kann, aber... Weil das Level selbst hat jetzt auch, glaube ich, nicht mehr wirklich viel zu verstecken gehabt, wisst ihr? Ich denke, ich werde es dann nochmal probieren, hier reinzugehen. Dann, ne? Und dann war ja, da waren ja so 2 Wege. Oh, das war es ja schon. Oh, jetzt habe ich mich mit meinem Finger am Controller gestoßen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wir können es nur probieren. Ich denke, ich werde es selber nochmal probieren. Wenn es dann nicht das ist, dann... Keine Ahnung, dann... Müssen wir mal schauen. Wow. Wow, okay, dann nicht. Dann nicht. So. Fast da, ich weiß schon gar nicht mehr. Doch, da oben. Aber der Weg dorthin nochmal ist so ein bisschen Umweg. Oder ich versuche einfach auf dem näher herzureiten. Das geht auch nicht so ganz. Ah, wow. Also wenn ich den Knopf schnell gedrückt hatte, das hilft eigentlich auch gar nicht. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel mache, dann fliege ich nicht höher. Aua. Alter, komm schon. Komm schon, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich die ganze Zeit nicht mehr bewegen. Okay. Uah. Wie gemein ist das denn? Okay, hoffen wir einfach mal, dass hier drin uns nochmal unser Glück erwartet. Vielleicht hätte ich mir vorher noch die Münzen nehmen sollen. Vielleicht, wenn ich hier lang gehe. Nein, es führt mich einfach nur hier hoch. Okay, und jetzt? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ach, oder es gibt hier drin auch rote Münzen zu sammeln. Moment, das weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, diese eine rote Münze, die ich hatte, die war noch vom Vorlevel. Oder kann das sein, dass das von hier kommt? Oder ist es einfach nur ein alternativer... Ich meine, warum kann ich denn so weit bis hierhin? Ja, Goomba, lauf auf dem... auf der Luft. Ne, die Münze habe ich aus dem Vorlevel, oder? Oh, super, ich spawn die ganze Zeit diesen Level zurück. Ja, toll. Also nicht toll, das ist schlecht. Weil jetzt muss ich wirklich die Shinesprite nochmal holen gehen. Ich kann nämlich nicht auf Start und Level raus. Es gibt keinen Startknopf. Das sind alles normale Münzen irgendwie. Ah, aber dann gibt es jetzt eine geheime Sonne? Tja, das ist jetzt die Frage. Das musste, weil die anderen Levels hatten auch immer eine Geheimsonne. Ich wollte den eigentlich noch nicht mal haben direkt, aber jetzt haben wir den. Boah, okay, dann weiß ich nicht, wie die meine Theorie ist mit der 25. Vielleicht hat der auch keinen. Kann das sein? Es wird ja auch nirgendwo im Internet gezeigt oder so, also irgendwo bestätigt, denke ich.
Egal, nächstes Level. Okay, anhand der Musik kann man sich vielleicht schon denken, was das für ein Level sein soll. Dies eine Cave-Level aus Mario 64. Die Musik mal wieder, wie immer, billig abgefilmt. So, wir gehen mal hier hoch. Ich weiß es auch nicht so ganz, was ich eigentlich will. Okay, hier sammle ich... Oh, hier gehe ich hier runter. Rote Münzen. Was ist denn das für ein Geräusch? Ist das von der Musik? Ich glaube, ich muss hier runter auf jeden Fall. Also nicht auf jeden Fall. Vielleicht. Oder ich weiß jetzt auch nicht genau, wohin. Wow. Da war auch noch eine rote Münze. Ey, wisst ihr was, wenn ich schon mal bei bin, versuche ich dir mal einfach alle mitzunehmen. Vielleicht kriege ich ja eher den roten Münzenstern. Oder ich sterbe. Nein, das aber nicht. Oh, hier ist ja gar nichts. Ja, super. Da ist noch einer. Ich weiß echt gar nicht mehr, wohin, ne? Also in welche Richtung ich hier muss. Eine Röhre. Ist das ein Geheimlevel? Aber eigentlich will ich das ja gar nicht. Gehen wir einfach mal hier lang. Okay, wir haben die Sonne schon mal. Wenn das vielleicht die erste ist. Ich weiß es gar nicht. Wir schauen mal. Und probieren es einfach mal hier weiter. Mit Mission 2. Red Coins and the Maze. Jetzt müssen wir nochmal sammeln. Ich kann mich hier nicht groß bewegen. Erst wenn ich gelandet bin. Okay, also die ersten 5 hatten wir im Prinzip ja schon. Also und ist nicht mal groß versucht dabei. Also ist vielleicht ein gutes Zeichen. Nummer 1 ist ja hier. Und die zweite war dann auf der anderen Seite. Ne, nicht hier, sondern da. Da war sie. Kann ich hier nochmal runter? Nö, das war echt nur so ein einmaliger Glitch. So, und dann... Autsch. Bevor ich da runter, also diesmal gehe, könnte ich mal hier weiter gucken. Oh, hier ist ja noch einiges. Na dann, habe ich was zu erkunden. Oh, ach, das ist hier wieder. Ach, ich bin wieder hier. Das ist hier. Hm. Nur jetzt bin ich von der anderen Seite irgendwie hergekommen. Okay, das ist echt komisch gebaut, das Level. Ja, die will ich ja nicht. Sonst beende ich ja auszusehen, das Level. Ist jetzt hier Boden? Oh Gott, ich weiß ja gar nicht. Da ist eine Münze auf jeden Fall. Hier weiter, aber ich war ja nur so ein paar normale Münzen. So, dann haben wir wieder 5. Ich glaube sogar die gleichen 5 wie vorher. Jetzt muss ich mal schauen. Da kam ich ja auch irgendwie her, oder nicht? Ne, da war. Also hier war ich noch nicht. Oh. Was zur Hölle? Ich war irgendwie mal kurz in der Wand drin. Hilfe, ey. Was? Okay. Moment, ist das nicht... Ist das so aus Level... Nein, das ist nicht, wo das Level angefangen hat. Wie kommt man denn hier hin dann? Ich gehe einfach mal hier runter. Eine ist ja schon mal hier. Vielleicht sind ja noch 2 mehr. Wer weiß. Ich hoffe es zumindest. Ja, eine noch. Komm, eine. Ja, da ist sie. Und, boah, wunderbar. Da spawnt die Sonne. Genau dort. Scheint Sprite bekommen. Ja, Schloss wird immer heller. Also, drumherum. Kaum noch rot, so. So, jetzt ist wieder die Frage, wie vorher. Ist jetzt Level 3 diese Röhre? The Secret of the Warpipe. Ich glaube mal fast, ja. Dann glaube ich nicht daran, dass die beiden Levels eine geheime Sonne haben.
Aber was wäre denn das denn für eine komische Anzahl, als 22 zu haben und das bis dahin durchzuhaben, sag ich mal. Es sei denn, das Bowser-Level auch nochmal 3 Sonnen. Aber das glaube ich ja nicht. Das glaube ich eigentlich weniger. Wir, na, mal schauen. So, erstmal hier hoch. Das war doch hier, oder? Phew. Oh. Hier geht's weiter. Ich dachte, jetzt würden wir so Bonus-Crack-Welt kommen oder so. Oh, Moment. Ich würde eigentlich gerne unten her, aber... das ist ein bisschen riskant. Ich glaube, ich lasse es dann lieber mal. Wow. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, was unten so abgeht. Aber hier oben gefällt es mir auch ganz gut. Und da mal die Sonne. Ich habe mich ein bisschen durch die Welt gebackt. Ich weiß auch nicht. Gut. Eventuell. Ich. Tut mir leid, es lässt mir echt keine Ruhe. Ich gehe echt sogar noch einmal hier rein. Und mach nochmal diesen Stern. Ich wollte eigentlich, um ehrlich zu sein, ich habe es gerade nicht gesagt, ich wollte die Sonne nicht mal haben. Ich wollte eigentlich nochmal dran vorbei und unten gucken, was war. Ich glaube nicht daran, dass jetzt noch was kommt. Ich meine, was ist allein schon, wenn ich hier runterfalle? Komme ich dann... hier komme ich dann an. Das habe ich mir schon fast gedacht. Also ich glaube nicht daran, dass jetzt noch eine Sonne sein wird da unten, aber... andererseits kann man es ja mal ausprobieren, ne? Okay, noch gerettet. So, ich glaube, von hier aus geht das ja relativ schnell. War das jetzt hier? Wo war denn das jetzt? Das war nicht hier. Oh Mann, also schon, aber nicht genau hier. Ich müsste weiter nach links. Hier haben wir es. Okay. So, und jetzt gehe ich voll unten lang und so. Das wollte ich eben machen. Eigentlich viel einfacher, als man denkt. So, entweder ist eine geheime Sonne oder ich muss die eine wiederholen. Und ich muss die eine wiederholen. Seht ihr, dafür habe ich den ganzen Scheiß jetzt gemacht. Okay. Ein bisschen doof gelaufen, würde ich sagen. Okay. Und dann war das gleiche Ding wieder mal. Es sei denn, jetzt da unten war noch was. Aber gehen wir mal nicht davon aus. So, ich würde sagen, also erstmal, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich glaube, wir haben alle Sonnen. Ich hoffe, wir haben alle Sonnen. Ich weiß es nämlich nicht. Aber auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder und gehen in Bowsers Level rein. Und treten ihn in den Arsch hoffentlich. Bis dann.